Hallo, ich bin Chris Burns und willkommen zu The Network. Hier verbinden wir Menschen, die in den Nachrichten sind, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Doch für die Antworten haben Sie nur 25 Sekunden Zeit. Schauen wir uns das Thema an. Es ist ein Symbol der Aussöhnung nach dem Krieg, ein europäisches Parlament, das an der Grenze zu dem einst meistgehassten Feind entstand. Es ist Teil der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, die der Motor der Europäischen Union sind. Zudem ist der Sitz der Europäischen Zentralbank in Deutschland. Das EU-Parlament, das derzeit einen Sitz in Straßburg und einen in Brüssel hat, ist teuer. Rund 200 Millionen Euro kostet der Unterhalt und der Transport von mehr als 700 Abgeordneten, Tausenden von Mitarbeitern. Das Parlament ist auch als Wanderzirkus bekannt. In Zeiten des Sparens werden Stimmen laut, die die Schließung des Straßburger Parlaments fordern. Die französische Regierung besteht darauf, dass das Konzept der zwei Sitze in den Verträgen niedergeschrieben ist. Einige fürchten, dass eine Umgestaltung dieser Verträge bedeuten würde, die politische Büchse der Pandora wieder zu öffnen und den Konflikt, wer bekommt was, anzufeuern. Andere sind der Meinung, dass eine Schließung des Parlaments in Straßburg ein symbolisches Zeichen der Solidarität gegenüber denjenigen wäre, die unter den Budgetkürzungen leiden. In dieser Ausgabe von The Network im Europäischen Parlament ist uns Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zugeschaltet. Er ist Befürworter der Parlamentszweigstelle in Straßburg. Edward McMillan Scott, auch ein Vizepräsident des Parlaments, spricht sich für einen einzigen Sitz aus. Und in London ist uns Jonathan Isabey zugeschaltet. Er ist politischer Direktor des Verbands der Steuerzahler, die den Sitz des Parlaments in Brüssel bevorzugen. Beginnen wir mit einer Frage, die sich an alle richtet, zunächst Rainer. Sollte das Parlament in Straßburg geschlossen werden? Oder wäre es eine Geste der Solidarität, wenn Straßburg der einzige Sitz wäre? Für mich ist es zunächst eine Frage der politischen Realität. In Ihrem Ausschnitt wurde gezeigt, die Dezentralisierung Europas ist Teil der europäischen Geschichte. Wir können die Dinge nur im Rahmen der Gesetze ändern. Die Regeln besagen, dass wir einstimmige Entscheidungen brauchen. Okay, Edward, was ist Ihre Meinung? Ich denke, das Europäische Parlament sollte das Recht haben, zu entscheiden, wo und wann es sich trifft, wie es auch ein nationales Parlament macht. Zum Beispiel Rainer aus Deutschland weiß, dass der Bundestag und der Bundesrat auf eigenen Wunsch von Bonn weggezogen sind, um in Berlin im Herzen der Regierung zu sein. Brüssel ist das Zuhause des Europäischen Parlaments. Hier finden die meisten unserer Aktivitäten statt. Hier ist der Sitz der Europäischen Kommission, der neue Auslandsdienst und der Ministerrat. Alle Schlüsselfiguren der Europäischen Union sind hier. Jonathan, wie sieht Ihre Position aus? Rainer spricht von politischer Realität. Ich denke, die Abgeordneten müssen aufwachen und die wirtschaftliche Realität sehen. Fakt ist, dass dieser Wanderzirkus mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr kostet. Das Geld ist knapp in Europa. Das Europäische Parlament sollte dem Beispiel der nationalen Regierungen folgen und schauen, wo Geld gespart werden kann. Den Sitz komplett nach Brüssel zu verlegen, ist der einfachste Weg, sehr schnell viel Geld zu sparen. Okay, Jonathan. Aber Kritiker dieser Zwei-Städte-Fabel sagen, dass sie es mit den Kostenvorwürfen übertreiben und dass Euroskeptiker einfach nur die EU schließen wollen. Was denken Sie, Rainer? What do you think, Mr. Wieland? Rainer? Ich würde unterstützen, dass das Parlament für sich selbst entscheidet. Die Dinge sollten unter der Überschrift der wirtschaftlichen Realität betrachtet werden. Fragen Sie den deutschen Steuerzahler. Es gibt keine Rechtfertigung mehr für die sogenannten Britenrabatte. Wir würden ohne Probleme über 1 Million Unterschriften dafür erhalten. Edward, was denken Sie zur Kritik, dass diese Schätzungen übertrieben sind und dass die Kosten gar nicht so hoch sind und dass es die Euroskeptiker sind, die die EU schließen wollen, die so argumentieren? Ich bin bestimmt kein Euroskeptiker, ich bin Pro-Europäer. Deshalb möchte ich, dass das Europäische Parlament, das demokratische Herz der EU, effizienter arbeitet und weniger Kosten verursacht.
Ich vertraue den Zahlen nicht. Es hat bisher keine ordentliche Untersuchung der Kosten von den drei Arbeitsplätzen des Europäischen Parlaments gegeben. Wir haben seit 2002 unsere Mitarbeiter der Verwaltung in Luxemburg. Dies ist ein Resultat unserer Kampagne. Das Europäische Parlament öffnet sich. Jonathan, was ist mit dem Argument der geografischen Vielfalt, dass man europäische Institutionen in ganz Europa verteilt haben sollte, damit man einen Superstaat in Brüssel vermeidet? Was denken Sie dazu? Wenn man dieses Argument logisch weiterführt, würde das bedeuten, dass sich das Europäische Parlament in allen 27 Mitgliedstaaten zwei Wochen im Jahr trifft. Das wäre ehrlich gesagt lächerlich. Das Europäische Parlament muss effizient geführt werden. Nur einen Sitz zu haben, wäre ein erster Schritt. Die Institutionen in Luxemburg sollten auch nach Brüssel verlegt werden. Es gibt noch eine Menge anderer Dinge, die das Europäische Parlament tun sollte, um Geld zu sparen. Rainer, was sagen Sie zu dem Argument der geografischen Vielfalt? Das Parlament sollte das Recht haben, für sich selbst zu entscheiden, was den Sitz betrifft. Aber das gilt auch für viele andere Fragen, wie beispielsweise die Frage der Immunität und die Frage nach den Gehältern. Wenn das Europäische Parlament diese Rechte zur Selbstorganisation hätte, dann wäre ich bereit, darüber zu diskutieren. Then I would be ready to discuss it, to discuss that furthermore. Okay, but what about this argument that wenn wir wirklich den Sitz in Straßburg schließen wollen, dann müssten theoretisch auch die Verträge neu verhandelt werden. Ist das nicht die Büchse der Pandora, die wir vermeiden wollen? A Pandora's box that we want to avoid, Jonathan. Well, no, frankly, if the governments have to renegotiate, wenn die Regierungen die Verträge neu verhandeln müssen, dann sollten sie das jetzt tun, denn die nationalen Regierungen sind diejenigen, die den Weg zum Sparen vorangehen sollten. Wenn sie die Richtung für einen Verfassungswechsel vorgeben sollen, dann sei es drum. Es gibt auch noch andere Dinge im Vertrag, die geändert werden sollten. Edwards, sollten wir den Vertrag neu verhandeln? Ist das nicht ein Minenfeld? Nicht unbedingt. Das Paradoxe ist, dass das Europäische Parlament jetzt die Macht hat, auf eigentlich fast allen Gebieten zu entscheiden, außer wo und wann es sich trifft. Aber wir können Vorschläge für Verfassungsänderungen machen. Diese Arbeit ist im Gange. Wir werden die Regierungen fragen, die für Straßburg verantwortlich sind, denn es ist ihr Fehler, dass wir dort sind und 200 Millionen Euro ausgeben. Es liegt auch an ihnen, die Entscheidung zu treffen. Wir wollen sie dazu ermutigen. Die Mehrheit des Europäischen Parlaments stimmte immer wieder für nur einen Sitz. Was ist mit dem Gedanken der deutsch-französischen Lokomotive? Wie wichtig ist Straßburg als Symbol dieser Maschine? Würde diese ohne Straßburg in Frage gestellt werden, Edward? Das ist eine andere Generation heute. Wichtig für Europa ist die Regenerierung von Europa, nicht so sehr die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Mit diesem Anachronismus muss man sich befassen. Jonathan, was denken Sie? Wenn Sie über Symbolismus sprechen wollen, was zwei Sitze symbolisieren, ist die Art und Weise, wie das Europäische Parlament und die Europäische Union in der Lage sind, Millionen bis Milliarden Steuergelder zu vergeuden. Immer mehr Menschen werden sich darüber ärgern, Steuern für die Finanzierung des Wanderzirkus zu zahlen. Okay, Rainer, da Sie überstimmt sind, lasse ich Ihnen das letzte Wort. Was denken Sie zur französisch-deutschen Lokomotive? Könnte diese bei einer Schließung Straßburgs in Frage gestellt werden? Es ist nicht nur ein deutsch-französisches Symbol, sondern ein europäisches. Der Europarat hat für einen Sitz in Straßburg gestimmt. Es handelt sich um einen Vorschlag eines britischen Außenministers, Straßburg als Symbol für ganz Europa zu wählen, wo wir in den vergangenen Jahrhunderten viel falsch gemacht haben. Wenn Sie auf dem Dach des Gebäudes stehen, können Sie den Rhein sehr gut sehen. Die europäische Geschichte war blutig. Und nun wollen wir auf andere Art und Weise fortfahren. Rainer, aber wie viele Menschen interessiert das heute? Sollten wir nicht heute zeitgemäßere Argumente für diese Lokomotive, für dieses Symbol haben? Vielleicht erzählen wir einige Geschichten zu selten. Wir streben immer nach neuen Gründen. Wir leben seit 65 Jahren in Frieden, auf einem Kontinent, wo es 30 Jahre lang Krieg gab. Das sollte man wieder erzählen, auch wenn die Geschichten altmodisch erscheinen. Sie sind aktuell.
Rainer, vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen Gästen. Ich bin Chris Burns. Danke fürs Einschalten. The Network.